muss noch schnell meine Fernbedienung wegpacken und dann fahren wir los. Aber wo fahren wir denn hin? Oh, wir fahren heute zu den guten Sauerkrauts, Baby! Gibt's auch Eisbein? Oh, das ist eine gute Frage. Welcome to Sauerkrauts HQ, glaube ich sogar. Die sitzen da drüben. Den habe ich. Oh, da haben sie sogar die Reifen noch gewechselt jetzt. Letztens hat er noch 4 unterschiedliche Puschen gehabt in der Werkstatt. Der ist schon ein bisschen gierig. Der ist halt auch ein bisschen geil. Ist halt auch ein bisschen lecker, ne? Aber es sieht mehr, ich will es nicht aussprechen, aber es sieht nach einem Frauenauto aus. Also ich würde ihn auch fahren. Sieht ein bisschen nach einem Frauenauto aus. Ich würde ihn auch fahren. Vom Vinyl her. Findest du? Ja, es steht auch dran, ne? Hinten. Instagram steht dran. Kati Leocat. Das ist Kati die Abkürzung für den Männernamen. Ach so, na klar. Na klar, ist das die Abkürzung für den Männernamen, logisch. Aus wie ein Cyberkopf. Na, ist gut. Ja. Warum ist die Polizei hier? Muss ruhig sein. Irgendwo auf dem Parkplatz. Nö. Vorbeigefahren, oder? Nee, sind auf dem Parkplatz. Oh, Fahrradfahrer. Verzeihung. Ja, also rum auf dem Parkplatz ist viel los. Und hier ist viel los. Ja, ich sehe, geh schon rum. Ja? Schon gucken. Na? Drin ist viel los. Ja, du willst nur, dass ich Merch kaufen gehe. Und mit dem Stream reingehe und für deine Firma Werbung mache. Jetzt meine Firma wäre. Oh Gott. Nee. Dann hättest du jetzt eine Mütze rausgeholt. Ah, ich habe lustige Masken für euch. Aber ich weiß. Was hier in den Autos drin hängen, oder was? Ja, genau. Jetzt siehst du mal abgelassen. Ja, habe ich dann letzte auch gesehen. Ah, ihr habt nur die Pushen. Ja, ja. Ihr habt ja nur die eine Seite waren die Pushen nicht richtig. Ja. Das Geile ist, was du ja nicht erzählt hast, das Ding hat ja ein Airride. Ja, ja. Das und normalerweise ist ja überall Tank verbaut und sowas, siehst du ja alle. Ja. Das ist bei dem aber alles komplett versteckt. Der Lufttank ist eigentlich der Feuerlöscher. Und die ganze Steuerung von dem Lufterzeugungskit ist in den Verbandskasten drin. Da ist kein Verbandszeug drin. Damit er fahren darf oder was? Nee, damit es einfach gut aussieht. Ach so. Das ist halt komplett versteckte Technik. Also die Luftleitungen sind alle unter dem Auto versteckt. Krass. Das ist halt komplett. Also du siehst halt einfach nicht auf der ersten Stelle, dass es ein Luftfahrzeug ist. Also es ist mit Luftfahrzeug. Ja. Nee, aber den ist ganz nächstes Mal. Der klaut zwar heute allen die Show, aber zu Recht. Also, der ist aber nicht von euch, oder? Den haben wir abgefilmt und den haben wir auch ein Video gemacht. Ah, nice. Ist der bei euch auf dem Channel? Der ist bei uns auf dem Channel. Ja, Vater und Sohn, 2 Jahre dran gearbeitet. Oha. Komplett. Lass aber hingehen. Komplett in Eigenproduktion und können wir es da mingeln? Ja, wollte ich ja sagen. Komplett in Eigenmachart. Das Geilste ist, die haben nichts mit der Tuning-Szene am Hut. Die sind eigentlich Rennbootbauer. Und jetzt haben die sich gedacht, wir machen mal ein Auto, ja, oder? Ja, genau. Alter. Und ist ja kein SL, wie man ihn so vermutet. Ne? Das war früher. Nein, eben nicht. Das war früher ein SLK. Das war ein stinknormaler SLK. Und den haben sie dann mal eben so aus Juxen-Lollereien umgebaut. Holy shit, Junge. Komplett neu gesattet. Und das ist ja, also was man wissen muss, wenn du ein SL dir bauen willst, bekommst du von Mercedes keinen SL-Teil. Übrigens, Chat, ich möchte das Meme übrigens verbreiten. Rolli hat nicht mal einen Führerschein und kennt sich mit Autos besser aus als alles andere. Es ist nicht feierlich. Okay, erzähl weiter. Das ist nur ein gefährliches Halbwissen. Bild euch nicht ein. Und jedenfalls, wobei ich stehe denn? Ich hab den Fahren verloren. Fahr doch mal von vorne. Das macht Spaß, Nummernschilder, oder? Das ist alles eingetragen. Das ist komplett eingetragen. Der komplette TÜV-Abnahme ist komplett eingetragen. Es gibt ja Einzelabnahmen. Du kannst ja zum TÜV oder zu DK gehen und kannst Einzelabnahmen machen. Das ist teuer. Kostenschweinegeld, aber es ist möglich. Ja. Und genau, wo ich stehen geblieben bin, ist, wenn du halt Teile haben willst für ein SL, bekommst du keine. Weil, wenn du keine SL hast, bekommst du keine Teile. Oh, echt? Echt?
Ja, und wenn du dein Auto auch SE300 nennst, dann kommt Mercedes vorbei und sagt, danke Bruder, wir nehmen uns mal dein Auto und verschrotten es jetzt. Weil die haben eine Art Designrecht darauf. Okay. Und da haben sie ihm halt gesagt, okay, wir nennen SE Renovatio und dann bauen ihn halt rum. Normalerweise hat er ja unten auch Stoßfänger. Ja. Die sind ja weggecleant. Und da sind halt so viele andere Teile drin, was ich auch erst später gesehen habe. Die Frontleuchten sind von Mini Cooper. Ja, wollte ich gerade sagen, die sind nicht original. Nee, die sind von Mini Cooper. Na? Das ist ja auch nach deren, die wollten eben das Auto so bauen. Neues, also altes Gewand, komplett moderne Technik. Na? Und das war eben halt der Anspruch da. Deswegen kommen auch viele zum Beispiel auf die Felgen nicht klar, weil die ja zu modern sind oder zu groß, großspeichig. Aber das ist halt das Konzept. Ne? Der sieht ja schon geil aus. Ja, das ist, du hast auch den ganz normalen, also den SX. Vorne verstehe ich noch alles, aber was wir interessieren? Höher geht, alle höher gelegt. Das ist so normal. Breiter beim SL. Ja. Aber detailliert, da kann man sich noch mal das Video angucken dazu. Wo kann ich das noch mal gucken? Auf. Hey, gut, dass du fragst. Das findest du auf dem Sauerkrauts-Kanal. Schreibt sich wie Sauerkraut, bloß mit OU, also Englisch. Ah. Und da kann ich das Auto sehen. Ich denke, der Chat ist da affin genug, um das rauszufinden. Wie viel wiegt der? Das ist mir eine Frage, das ist nicht. Weniger als der Golf? Ich glaube fast mehr. Ja? Er hätte noch komplett Innenausstattung drin. Ach so, als der Einzige, ja. Weil der geht ab wie eine Rakete, Alter. Ja, da wahrscheinlich ein bisschen noch mehr. Der eine hat schon noch mehr PS, oder? 500, glaube ich. Der Einzige hat 480 oder was gehabt, ja. Aber mein Chef hat ja mehrere Autos. Das ist ja hier so. Fast kann man sagen, Daily. Dann hat er ja noch seinen Rocketman noch, auch einen Golf 2, so wie ich mir dann aufbaue, aber mit ein bisschen mehr PS und der hat knappe 700 oder 800. Golf 2. Da ist halt auch ein böses Ding, Alter. Da saß einmal mit drin, da hat er noch 600 gehabt, das war noch eine Leistungsklasse. Der ist so nur Vorderrad drüber, nicht? Ja. Wie geht der das auf die Straße? Ja, doch, geht. Also jetzt von 0 auf 100 brauchst du nicht machen, ja. Ist halt ein reiner Autobahnkiller. Ja. Also da kannst du mit einem Rari vorfahren, mit einem Lambo daneben fahren und dann macht der immer und dann kack, das ist halt brutal. Du willst aber auch nicht im Auto sitzen. Ich bin einmal mitgefahren, habe meine Kamera hinten rausstehen lassen und dann bei 260 gesagt, Bruder, reicht, weil Kamera hinten auch dran ist. Nur festgeklebt. Shepard im Auto ist so geil. Ja, da ist ja nichts drin, oder was? Ja, ist nichts drin. Doch, ein bisschen auch schon drin. Also ist jetzt zwei Türe oder? Zwei Sitzer da drin. Echt? Rückbank auch noch? Ja, die wiegt ja aber nicht schnell zwei. Ja, gut. Da ist ja kein Metallgestell drin oder sowas, die wiegt ja wirklich nichts. Ja. Ey, der Passat ist einfach, der killt, finde ich alles. Der ist schon ein bisschen eklig. Der Passat ist schon ein bisschen sexy da hinten, Chat. Wir können noch mal über einen Dings laufen. Parkplatz. Ich glaube, Skat müsste auch mittlerweile schon da sein, denke ich mal. Hast du eine Jogginghose an? Ey, weißt du, wie unbequem das ist? Ja. Schämst du dich nicht? Hallo, Chat. Was ist gut daran? Ja, arbeiten und alles. Das kannst du dir trotzdem mal eine Hose anziehen. Ey, wenn du in den Sitz reinkommst, ja. Kriegst du einen Zehner von mir. Wie, wenn ich kriege ich 10er von dir. Ich halte die Kamera von außen. Hast du gerade gesagt, ich bin fett oder was? Nein, aber das ist, es ist unbequem, es ist laut, es ist eklig. Ist so. Kauf dir doch mal ein ordentliches Auto. Hab ich. Und dann kommst du mit sowas vorgefahren. Entschuldigen Sie. Und dann auch noch den Grill hinten anmachen. Haben wir wenigstens mal draußen. Und es war noch nicht mal voll durchgeladen. Da geht noch was. Das war hier. So. Ja, das ist ja kurze. Das ist der kurze also. Ansonsten ist es eigentlich so. Aber pssst. Ist eingetragen, ne? Natürlich. Klar. Super. Weil ich muss den Badefahrt. Hier. Ey, mach das Ding nicht an. Ich trete gegen, Alter. Warum denn? Weil ich mir erschrecke. 600, wie war es denn? 50? Ja. 650 hat das Ding. Schnäppchen. Das hört sich an, als hättest du das so gekauft im Laden. Oh,
Aber okay, muss ich Hosentaschen leer machen? Oder geht das so? Das geht so, weil ich mach Licht. Ey, wenn ich da nicht rauskomme, kann er, ne? Ich mach Licht. Du bist noch nicht drin. Das ist doch easy. Bist du wirklich drin? Ja, unten mit dem Arsch? Ja. Jetzt soll ich mich jetzt runter? Kannst du so fahren? Na, das muss so. Alter, da kriegst du ja, wenn du bremst, kriegst du Knie in die Fresse. Ja, aber wenn es nach vorne geht, muss er festhalten, das Auto. Das ist mir ist das so dicht dran, aber ich bin auch größer als du, oder? Ja, aber nicht viel. Ein Stück. Wieso fährst du so? Na, weil das. Die Rennfahrer fahren alle so. Hast du mal einen Rallye-Fahrer gesehen? Die sitzen alle so dicht dran. Aber da kannst du kannst doch nicht mal vernünftig lenken. Du kannst nur die Knie lenken. Ja, du bist ja auch größer. Naja, eben. Ja. Ich habe einfach lange sexy Pornobeine. Scheiße, ja. Zehner. Ja, aber wenn ich mich reiße, pass auf. Jetzt setze ich mich nochmal rein, das ist gut. Geh her, ich mache mal eine Lampe. Bei mir ist es gut. Ja, du hast aber auch nicht so einen fetten Buslenker-Arsch. So. Du sitzt viel tiefer. Du hast wirklich drinnen gesessen? Ja. Ey, Magal, ich habe einen Gamer-Arsch, Mann. Meine ist rund und voluminös. Du hast wesentlich höher. Du hast wie im Bus gesessen. Ja. Ich bin halt groß. Du bist aber nicht viel größer als ich. Ja, das stimmt. Ja, aber dann habe ich längere Beine als du. Was hast Nein, du? Nein, hast du gar nicht, Mann. Dann hast du nicht drin gesessen. Ich habe da drin gesessen. Wir diskutieren. Ey, wie er mir den Zehner nicht gehört, die Sau, Alter. Na klar, pass auf, ich donate den Zehner. Nein, hau ab jetzt. Oh, hier auch schön. Mach nochmal eine Runde. Ich glaube aber, dass der Stream jetzt vorbei ist. Für heute. Das waren schon wieder, ich glaube, 9 Stunden heute. Und jetzt würde nichts mehr Interessantes passieren. Oh. Möchtest du im Chat was sagen? Nee, ich habe schon was zu dir gesagt. Der Chat denkt jetzt wahrscheinlich das gleiche wie. Guck mal, da steht's auch schon. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Folgen Sie mir auf allen sozialen Medien. Folgen Sie auch Robert vielleicht? Ja, sehr gerne. Aber es gibt keinen Chatbefehl für meine sozialen Medien. Aber über How2B könnte man das rausfinden. Wir haben einen Mangel aufgedeckt. Vielleicht könnte man das ja... Vielleicht auch einfach ein Chatbefehl einrichten für meine sozialen Medien. Vielleicht könntest du auch einfach jetzt gerade verdammt nochmal Werbung für How2B machen. Was bist du denn für ein schlechter Co-Pilot? Was ist denn How2B? Ein Scheiß-Podcast. Was ist denn das? Die Podcast-Werbung geht's los. Ja, wir haben einen Podcast aufgenommen. Da haben wir so ein kleines Podcast-Projekt. Hört eh keiner. Vielleicht könnt ihr da mal reinhören. Und mir auf meinen sozialen Medien folgen. Aha. Instagram. Aha. Ich brauche noch Instagram-Follower. So, ich bin jetzt aber wirklich, oder wir sind raus. Wir sehen uns morgen wieder. Dann. Oh.